Guten Morgen, liebe Jagd- und Naturfreunde. Ich bin unterwegs nach Brandenburg, ganz genau in die Schorfheide. Dort besuche ich die beiden Redakteure Florian Stahnke und Christian Schätze. Sie produzieren das Jagdmagazin Unsere Jagd. Eine Zeitschrift, die seit 1954 bereits besteht, die Jagdzeitschrift der DDR. Und sie hat die Wende überstanden, ist immer noch erfolgreich, gehört jetzt zum Deutschen Landwirtschaftsverlag. Warum die beiden? Die haben mich und den damaligen Redakteur Eike im Ross unterstützt bei Filmprojekten für den Online-Markt, also fürs Internet, was ja vor vielen Jahren noch relativ fremd war für Printmedien. Florian und Christian haben uns da sehr unterstützt und jetzt schaue ich mir an, wie sie dort jagen in der Schorfheide, ein bekanntes Jagdrevier, denke ich, und ich schaue mal an, ob es diesen Zauber noch gibt, den die Schorfheide umgibt und umgab. Aber was meine ich mit dem Zauber? Dazu ein paar geschichtliche und politische Hintergründe. Wir fahren übrigens gerade an der Ortschaft Wandlitz vorbei, dazu sage ich gleich noch etwas. Die Schorfheide, deren Wortursprung wahrscheinlich auf den Begriff die Heide der Schafe zurückgeht, liegt im nördlichen Brandenburg im Landkreis Barnim. Und, was sie wahrscheinlich für die Mächtigen der Zeitgeschichte interessant gemacht hat, ganz in der Nähe der alten und neuen Regierungsmetropole Berlin. So hatte jede geschichtliche Epoche seine mächtigen Jäger, die dort ihre Macht ausspielten und Politik betrieben. Der letzte Kaiser und König von Preußen, Wilhelm II. Auch der ehemalige Reichsmarschall und Nationalsozialist Hermann Göring jagte in der Schorfheide und prägte sie durch sein Verhalten, seine Maßlosigkeit, aber auch das Anwesen Karin Hall, was er für seine verstorbene Ehefrau bauen ließ. Und für seine eigene Selbstinszenierung. Auch in der letzten geschichtlichen Epoche, in der die Schorfheide politisch eine Rolle spielte, war es Erich Honecker, der ein Gebiet von über 20.000 Hektar kurzerhand unter Militärverwaltung stellte. Dann wurde es Sonderjagdgebiet bis 1990 mit seinem eigenen Jagdhaus Wildfang. Und zum Jagdhaus Wildfang machte sich Honecker auf, entweder aus Berlin oder eben aus Wandlitz. Dort befand sich die Wohnanlage für viele Mitglieder des Politbüros. Jetzt habe ich genug geredet von den ganzen, die nicht mehr da sind. Die sind alle tot. Ich bin lebendig und jetzt in der Schorfheide. Ich bin gespannt. Seltsamer Lichtschachter gerade. Ja, ist so. Ja, sauber. Aber ich bin ehrlich gesagt zu faul, es selber fertig zu machen. Ja, gut. Ja, man muss. Das kommt immer auf den Preis an, den er aufruft, um das fertig zu machen. Aber guck mal hier, schau mal, das ist alles super aus. Das ist mega geil, das ist vakuumiert, etikettiert. Genauso mache ich es auch. Genau. So, und ich, also es gibt Leute, denen macht das Spaß, mir macht es keinen Spaß. So, dann mache ich lieber Sachen, die mir Spaß machen. Top. Ja, das war Florian Stahnke, einer der Redakteure, die ich angesprochen habe, und das sind Marcel und Evas Füße, das sind die Kameraleute, denn es geht heute um ein Videoformat von dem YouTube-Kanal von Unsere Jagd, und zwar zu Gast bei. Und da gehört es immer dazu, dass Christian, der rechts im Bild ist, und Florian auslosen, wer mit wem zur Jagd geht. Und Florian hat gewonnen, sage ich jetzt mal, denn er geht mit mir zur Jagd. Jetzt sind wir hier im Revier bei Florian und Christian. Hinten sitzt noch Marcel, ist der Kameramann, und wir wollen jetzt erstmal auf den Abendansatz gehen. Die Landschaft ist weiß gezuckert, der weiße Leithund, der ist quasi unterwegs, der hilft uns heute Abend. Und ich bin gespannt, was hier so los ist. Ja, ruhig halten war noch nie mein Ding. Ja, die hat eigentlich so ein Stabi vorne im Objektiv. Ja, ich zitter so doll, da bringt das alles nichts. Hast du jetzt schon Jagd? Es geht Schlag auf Schlag. Wir wollen erstmal einen Abendansitz machen. Später wollen wir noch auf Sauen pischen. Und wir werden an einer Wiese sitzen. Und ich habe tags darauf mit der Drohne das Ganze nochmal abgeflogen, damit ihr von oben seht, wie schön das eigentlich dort war. Da war der Schnee schon wieder weg. Aber die Landschaft, die hat doch wirklich was in der Schorfheide. Thank you.
Ich habe überlegt, ob ich das mit reinnehme, aber ich glaube, das macht auch Sinn, dass ihr mal seht, wie das Ganze so entsteht. Das ist ja hier ein Video von mir und unsere Jagd hat auf ihrem YouTube-Kanal ein eigenes Video darüber gemacht. Ich verlinke das mal in der Videobeschreibung. Schaut euch das an. Das ist noch ein bisschen umfänglicher als das kurze Video von mir. Jagdszenen zu filmen oder auch zum Beispiel Abschüsse zu filmen, ist ja auch nicht ganz unumstritten, sage ich mal. Also wie, was achtest du da? Gibt es da eine bestimmte Ethik oder einen Kodex? Was ist da dann dein Ding? Wie machst du das? Also manchmal habe ich das Gefühl, dass es, was viele keinen Kodex haben und keine Ethik und auch nicht genau überlegen, was sie damit erzählen wollen, sondern vielleicht auch nur Clickbait haben wollen. Und das ist tatsächlich so Abschüsse ziehen. Sie gehören auch zur Jagd dazu, aber sie sind in meinen Geschichten immer nur ganz oben on the top. Vielleicht das Ende. Jeder von uns Jäger weiß, wie der Tod aussieht. Und wenn man ihn zeigt, dann muss es augenschonend sein, so sage ich immer, damit der, der nicht Jäger ist, nicht sofort verschreckt ist. Und gerade auf YouTube ist es offen. Und du verschreckst keinen Menschen so sehr damit, wie die Tötung eines Tieres, das zu zeigen. Aber trotzdem gehört der Tod doch zur Jagd und zum Leben erst recht dazu. Und wenn ein vernünftiger Grund vorliegt, so wie hier, das Auffüllen des Fleischvorrates zum Beispiel, aber auch den gesetzlichen Abschussplan zu erfüllen, das ist eine Verpflichtung für den Jäger, dann muss ein Wildtier auch getötet werden. Und das passiert jetzt gleich, ich werde ein Wildtier erlegen, also töten. Das zweite ist ein Kalb. Ja, neben mir steht gleich, schießt das Kalb. Das ging sehr schnell, aber wir hatten es fast erwartet, dass das Wild von der rechten Flanke kommt und auf die Wiese tritt. Und das war Dammkahlwild, ein Alttier, ein vermutlich Schmaltier und ein Kalb, was in der Mitte lief. Und ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht und das ist mir immer sehr wichtig, insbesondere wenn ich bei Gästen bin, dass ich einen guten Treffersitz habe, also mein Handwerk mit der Waffe verstehe. Das klappte gut. Umso freudiger sind wir. Wir freuen uns alle, dass es gut geklappt hat. Eine gute Teamleistung, denn der Kameramann hat hier auch gut funktioniert. Da stehen sie noch. Warte mal, lass mal noch hier bleiben. Das Tier steht noch am Rand. Ja, nee, wir warten noch. Ich schreibe nur Schätze. Ja. Mega gut. Ich rufe den mal an. Jetzt krieg ich Fieber. Die gezeigten Emotionen von uns, das weckt oft Irritationen bei Nichtjägern. Sie werden falsch verstanden als Freude am Töten. Und dem ist nicht so, sondern es ist Freude am gut angewandten Handwerk, an der richtigen Auswahl des Wildtieres und dem guten Treffersitz, also der Gesamtleistung. Das weckt natürlich auch Glückshormone und das ist eine normale körperliche Reaktion nach einer Anspannung und das nennen wir Jäger Jagdfieber. Gut angesagt, ne? Ja, wir haben uns ja vorne konzentriert, da kamen zwei aus den Eichen. Da hab ich, aber es ist immer so, wie du sagst, wenn man sich auf eine Richtung konzentriert, ne? Ja. Muss immer noch ringsrum gucken und dann habe ich natürlich den Schnee natürlich auch, ne? Habe ich die anwechseln sehen. Ne? Ja. Na gut, dann hast du auch echt gut reagiert, schnell fertig gemacht, weil wie du sagst, sie haben hier verhofft und dann werden die rübergezogen, ne? Wahrscheinlich. Ja. Waren ja flott unterwegs. Ne? Ja. Perfekt. Sauberer Schuss, denke ich. Echt gut. Das knirscht noch bei dem. Ja.
Super Schuss, mein Lieber. Ja. Perfekt. Komm her, lass dich umarmen. Ja. Das hast du echt gut gemacht. Richtig gut. Schön, ja. Tolles, ganz tolles Wildbrett, ne? Ja. Das ist echt vom Feinsten. Männlich oder was? Ja. Ja. Das ist geil. Sauber. Ja, das ist ein Schuss, ne? Ja. Super, mein Lieber. Ein starkes Kalb, ne? Ja, normal. Gut. Mit Hirschkalb ist immer ein bisschen stärker, ne? Ich würde vorschlagen, wir schnappen uns das jetzt, ziehen das hier von der Inselfläche runter, weil da können noch mehr kommen. Ziehen wir das runter, das brechen wir nicht hier auf, dass wir uns hier gleich vom Acker machen. Ne? Machen wir auf jeden Fall. Gut. Top. Brüche und so besorgen wir uns noch alles. Ne? Ja. Du kriegst noch deinen Bruch, das verbrechen wir auch noch ordnungsgemäß. Ne? Dann machen wir gleich alles. Ne? Warte, ich helfe dir gleich. Brauchen wir einen Bergegurt? Nee, geht so. Ne? Ach, das geht so. Warte mal. Das ganze Geröll, ne? Jetzt ist schwierig. Lass mich mal rechts gehen. Ja, okay. Das ist mit der Waffe besser. Warte mal, ich mach den Scheiß aus. Ich kann auch noch was nehmen. Zack. Hast du? Jo. Wo gehen wir runter? Wollen wir da zum Baum? Und ihr habt eben gehört, Brüche und so weiter, der letzte Bissen, also der Zweig, der dem toten Tier ins Maul geschoben wird, diente ja früher der Abwehr von Fliegen zum Beispiel. Aber heute dient es dem Jäger als, ja, vielleicht als moralische Beruhigung für das, was er getan hat. Vielleicht hebt es ihn dort aber auch ab von anderen, die töten, weil er sich darum schon Gedanken macht und selbst reflektiert. Aber im Grundsatz weiß er, dass er hier ein Wildtier tötet, um Fleisch zu generieren, und deswegen ist die Arbeit nach dem Schuss umso wichtiger. Ja, ich bin auf dem Rückweg, mache jetzt ein kurzes Päuschen. Das sind ja doch ein paar Stunden, die man auf der deutschen Autobahn verbringt. Aber man kann ja froh sein, dass es sie gibt. So kommt man relativ zeitnah in so schöne Gebiete wie die Schorfheide. Das war ein kurzer Ausflug. Der reicht lange nicht aus, um zu erkennen, welche Wirkung dieses Gebiet seit vielen Jahrhunderten auf Menschen der Zeitgeschichte hat. Aber auch auf normale, in Anführungsstrichen, Menschen wie du und ich, die jagen gehen. Und das war optisch schon mal wirklich ein Leckerbissen. Das ganze Wasser dort, die Seen und die Wälder und die Wiesen. Und mit dem Jagderfolg hat es ja gestern auch geklappt. Ich konnte den Dammkalb strecken auf dem Ansitz zusammen mit Florian und Marcel, was ein sehr gutes Teamwork war übrigens. Und der Abend war ebenso toll am Lagerfeuer mit Glühwein und tollen Gesprächen, einem Austausch und einem Kennenlernen. Das war richtig spitze. Und ich freue mich auf eine Fortsetzung. Und schaut euch doch gerne mal unsere Jagd an, entweder im Magazin oder hier auf YouTube. Tolle Filme, die dort produzieren. Und ja, ich bin gespannt, ob wir uns wiedersehen. Bis dahin, Gruß und Waldmannsheil, euer Dreispross.